haben lange uns mit dem Gedanken getragen, hier endlich mal nach Bremen zu kommen. Zeit wurde es. Wir haben nachgewiesenermaßen viele Supporter von Don't Let the Label Label You, viele Supporter von Tune Deine Lines und auch generell hier richtig geile Peoples im Norden, die die Flagge für Battle Rap hier hochhalten. Shoutout auch an die BRC, Shoutout auch an der Norden, unseren Kooperationsaber heute Abend. Deshalb, Alter, Bremen, wir haben hier schön unser zweites Match zu stehen. Habt ihr hier richtig Bock auf Battle Rap jetzt hier? Ja! Dann Bremen, seid bitte gute Gastgeber. Wir haben hier nämlich ein Flensburger Duell. Zwei MCs aus dem schönen, sehr, sehr nördlichen Städtchen hier. Ja. Macht bitte Lärm für beide. Ich stell sie nacheinander vor. Macht bitte Lärm für Bra-MC! Ja! Und bitte mindestens genauso viel Lärm für Moby Deep! Yeah. Yes, wo geht's los? Hier. Deshalb Bremen! Fresse halten jetzt hier alle! Erste Runde! Brahms! Digga, pack die Stollen ein. Und da du mit Kohle heizt, leg dir einen Vorrat an, denn yo, der Winter naht auf tighten Sohlen. Verramme die Tore, besetz die Trikots deiner Tarzan-Gedrobe mit Fellimitation, fall deine Worte und besorg dir einen Spannungsbogen oder du hast die Belagerung jetzt schon verloren. Ja, komisch. Trotz Vorbereitung sehe ich deine Mauer am Boden, haben die Idioten an der weißen Linie gezogen oder was? Tja, dann wird die rote halt vorerst von mir überschritten, wenn ich betone, dass Hodor deine Ziegenmutter ritt. Hätte der Torwart mal lieber in die Schienbeinschoner gewichst, hätte ich jetzt einen wortkargen Fliegenschiss weniger zu dissen. Egal, beflissen gebe ich mein Debüt hier im Game of Balls, dem Game of Bars, hol mir meinen ersten Sieg und verleih dir den Titel Shame des Jahres. Und weißt du, was das Geilste ist? Den gibt's gratis, denn wahrscheinlich bist du so broke, dass Karin Ritter im Vergleich ein Tabakmagnat ist. Apropos Ritter, Verlierer, ich schlag dich. Das hier ist germanischer Verbalgladiator gegen Fotze cringed apathisch. Du mentales Plastischopfer, du machst keinen Stich gegen meine Tafelrunde. Denn Don Quixote mit schlaffer Nudel und Lancelot beim Krabbenpulen haben immer noch mehr Kraft im Sack als du spastisch brabbelnder Bastard einer Kampfschott-Hure. Junge, du willst Kompetition? Dann geht Joss. Da kannst du Stutensporen geben, ohne Pilzinfektion. Also reiten und austeilen ohne stinkende Schleimfäden. Aber ein ernst gemeinter Rat an dich. Da nebenan, da steht eine Kiste. Die ist 2x1 Meter. Da kannst du dich reinlegen. Denn gescheitelt und leichenblass wie du bist, verleiht dir die Stiftung Fötus-Test garantiert das Bestattungsprädikat sehr gut. Und nach einem spannenden Leben zwischen Lackschaden und Lehrbuch endest du Flensburger Flasche dann als Lehrgut in der Pfandannahme und bist endlich erlöst vom täglichen Handansamen. Aber mach mal, du scheintoter Zitteraal. Flex mich mit deinen harten Parts über Schlitzen, Moneten und deinen Szenestart als Schinderhannes. Typ, du bist so von gestern. Du verhütest noch mit Rinderblasen. X-Wagge. Für Moby Deep! Es ist Moby Deep, dem Anblick nach zu beurteilen bin ich jung und dem Absprung nicht mehr weit entfernt. Du dagegen bist alt und genervt, was meine Entwicklung keinesfalls erschwert, denn erst durch das Brechen der Alten wird das Küken genährt. Wird das Küken genährt, dem Anblick nach zu beurteilen bin... Ah, fuck. Das Küken genährt. Moby, ein durch die zweite Persönlichkeit entstandenes wechselbarte Gefühle. Ich weiß nicht, ob ich dir hochhelfen soll oder dir den... Selfie-Stab klauen, um dich damit zu verprügeln. Denn genau hier in der Kunstform lebe ich meine mörderische Ader aus, ohne dafür jemals den Geigen zu kennen. Doch das Bipolar-Licht strahlt stärker, als man denkt. Ich bin erst am Ziel, wenn deine gesamte Existenz leblos und abgemagert im Dachstuhl hängt. Ich kann deinen Charakter nicht greifen. Entscheid dich, in der Quali-Runde noch gegen Pädophilie geschossen, doch siehst aus, als würdest du jetzt Clown auftreten, um die Kids dann zur Privatvorstellung ins Hospiz zu locken. Ich bin als Psychopath sympathisch und undurchschaubar, so wie Maggie Simpson. Doch meine zweite Seite ist todeswitzig, denn ich brauch nur zwei Lines und fertig ist dein Chelsea-Grinsen. Außerdem feiere ich, dass immer mehr Poke-Bars in die Szene finden. Also warte ab, wenn ich mir um 3 Uhr nachts deine Sister pack in ihr Zimmer kam und mich von ihren Träumen ernähre, wie es Gengar macht. Ich
stelle mich aufs Bettgestell mit ernster Miene und sie zu, wie ihre Träume platzen, weil ich sie im Schlaf erschieße. Im Nebenzimmer grunzt die Mom wie so ein fettes Relaxo. Der Säugling schläft und alles entspannt, nur doch ich zück die Machete, trenn den Torso vom Schädel. Ein Haps, Haut und Haare waren gewesen, dann nehme ich den Schädelknochen, setz ihn deinem Bruder auf und er wird das Leben nur noch aus den Augen eines Dragossos sehen. Ich schleiche mich ins Wohnzimmer, wo der Vater chillig da saß. Ehe ich den Benzinkanister in Leere und da aussieht wie Igelava. Fein. Mach Lärm für die erste Runde! So. Hey, yo, Bremen! Zweite Runde! Brahms! Ladies and Gentlemen, es ist Nick Carter mit Bassstimme, Babyspeck und Schämli-Swag. Man staunt nicht schlecht, glaubt dieser Backstreet Boy tatsächlich, er hätte ihr Wegerecht. Du Eumel, gehst mal schön zurück zu deinen Segelheften und dem Teegebäck. Wie dein Charisma ahnen lässt, sind Kaffeekränzchen und Wattebällchen nämlich dein einzig wahrer Lebenszweck. Schönheitschirurg? Ah, ich habe hier einen riesen Leberfleck, der denkt, er wäre der Held im Game. Dabei ist er nur Spieletester. Der Siebenschläfer hält sich tatsächlich für einen bengalischen Tiger. Wärst du mal lieber in der Theater-AG geblieben, müsste nachher niemand deinen stinkenden Kadaver aus der Manege ziehen. Du Paketdienstmitarbeiter. Du scheinst zwar der deutschen Sprache mächtig, aber Enkeltricks hat dir keiner bestellt, also verpiss dich. Für dich gibt's hier kein Trinkgeld, du geistiger Rentner. Das Einzige, was du vom heißesten Tremper im Kreis Schleswig-Flensburg bekommst, sind deine vierten verzierte Äpfel, kandierte Äpfel verziert mit Rasierklingen und Maxi-Pack Pampers, du grenzdebiler Endspack. Was hat dich, hässliches End, dann eigentlich geritten zu battlen? Hast du Acid gefressen und dann geplant, so, ich werde jetzt Schwan? Aufwachen! Du Vogel, so läuft der Hase nicht. Das solltest du eigentlich wissen mit deinem Igel im Gesicht. Mann, ich mach das Match hier und jetzt zur Tierfarbe. Du bist Schaf, Ziege und Kuh in einem und ich der Löwe mit Bierfahne. Junge, du wirst verhungern. Junge, du wirst verhungern. Frage. Was willst du, wuchtiger Lümmel, mit diesem Neustart bezwecken? Setz dich in die Nesseln gegen dein angehendes Rheuma? Willst du entdeckt werden? Na, dann träum mal schön weiter. Die Leute wollen nicht noch einen Boxsack, die Leute wollen Fighter. Also mach dich bereit, Mann. Dein Leid endet zeitnah. Yeah. Mach Lärm hier für die zweite Runde! Hey, yo, Bremen, zweite Runde jetzt auch für Moby Deep! Ja, ist klar, dass du dich nach deiner zweiten Runde für toll hältst. Ja, ich bin ein Schaf, allerdings im Wolfpelz. Vor anderthalb Wochen wollte Jakob mir auf Insta folgen. Doch dies wurde zur Steilvorlage. Trotz drei fertiger Parts begutachtete ich dein Profil. Und das deiner Dame. Und ich weiß, heutzutage wird für eine Heidengage die Seele verkauft und man lässt doch mal die Kleider fallen. Doch das passt nicht in mein Weltbild und wird dort doch nie hineingelangen. Also Jakob, in meinen Augen ist das nackte Posieren des Partners im Freundeskreis ein wenig daneben. Denn bei der geringen Reichweite hat es wahrscheinlich jeder deiner Larrys gesehen, die Titten zeigen für ein wenig Klicks und Klunker. Gegenwärtig als normal deklariert, das Frauenbild wird zerstört und niemanden, den es wundert. Deine Alte ist das Paradebeispiel für die neu interpretierte Nutte des 21. Jahrhunderts. Produziert, damit die nächste Generation auf gar keinen Fall lernt, ihr Leben zu schätzen. Denn die Kleider müssen weichen, um die neu erzeugte Maske in Szene zu setzen. Welcher Vater wünscht sich, dass sich die eigene Tochter wegen der Aufmerksamkeit Fremder verkauft? Und was hält er von dem Typen, den es nicht interessiert und der nichts macht, außer wegzuschauen? Ich betrete das Atelier, wo die sogenannte Kunst entsteht, in die Regie geführt, doch wusste, dass ich was vom Schnitt verstehe. Ich trenne mit Bedacht die Muskeln und sehe in ihren blutgetränkter Skalp liegt neben den angeordneten Fingerknochen. Der letzte Herzschlag pumpt die rote Farbe auf die Pinselborsten. Und durch den Mord der Neuzeit Prostituierten getarnter Tipster-Fotze wird jedem klar, niemand kann Battle-Raps Reinkarnation des Jack the Ripper stoppen. Moby, Teufelshand führt den blutgetränkten Pinsel zur Vollendung des Meisterwerks. All die Wut und der Hass sorgten für den im Licht funkelnden Leichenteinberg. Und das Endergebnis hat mehr mit Kunst zu tun als all ihre Körperporträts zusammen. Denn dieses letzte ist wenigstens unter die Haut gegangen. Und das sogar mit Herzblut. Time. Mach Lärm hier für die zweite Runde! Hey, yo, Bremen, beide MCs haben jeweils noch eine kurze Runde. Beginnt bei Brahms! Moby Deep. Du bist ein Holy Creep, der durch Codein schonungslos sein Konto überzieht. Du bist kein Wal, du bist ein abgewrackter Kolibri. Und wenn es dir nach Zaster geht, dann zock Online-Poker. Möglich, dass das dein Durst nach Schein stillt. Aber ich bin erst zufrieden, wenn du McFitho vor dem Brexit-Showdown nach London übersiedelst.
Mit Dieb beziehst du dich bestimmt auf dein sonores Winseln. Doch du, Peilo, bist so prickelnd wie vergorener Krimsekt und die Sprechkohle aus deiner stinkenden Fresse begründet sich in deinem kümmerlichen Inzest-Mindset. Na, zumindest reimt sich das, was du hier heute präsentierst. Die schlechte Nachricht ist, Scheiße bleibt Scheiße und die ist prädestiniert, in der Kläranlage gefiltert zu werden. Dein Blick verrät mir, dass du kapierst, Marc-André. Ich bin deine Kläranlage und nicht mal der Fairness halber spare ich mir die Preisgabe deiner Vorliebe für Pferdesperma. Lass mich dir eins sagen, das Battle des Liga-Champs in deiner ersten Referenz ist ganz kleines Tennis, denn es ist nicht Deep, sondern Corny, seine deftigsten Lines zu zitieren, in dem Versuch, diesen Schund dann als entartete Kunst zu denunzieren. Fuck, bin ich raus. Komm, Bremen, mach mal Lärm hier einmal! Als entartete Kunst zu denunzieren. Ah, kein Grund zur Beunruhigung. Ich streite hier nicht mit dir über Manieren. Du wirst das Battle verlieren und hast dann, so Gott will, deine Lektion gelernt. Und mit etwas Glück hat dein monotones Geblubber sogar eine Klitoris oder ein paar Hoden erwärmt. Aber am Ende bleibst du ein Taschenofen, der mit Kackstrophen auf ganz groß macht. Du bist nur verantwortlich für die Ohnmacht der ganzen netten Leute hier, weil dein Gestank sie überfordert, wie der eines vor Monaten gestrandeten Säugetiers. Boah. Alright, mach Lärm hier für die dritte Runde! Hier. Hey, Obrem, dritte und letzte Runde jetzt auch für Moby Deep! Denn Jakob hier ist Säufer mit Herz und Seele, vergöttertes Teufelswerk und ignoriert, was viele sehen. Und die Gier nach Satans Tropfen konnte nicht einmal der Verlust des eigenen Vaters stoppen. Jedes Jahr zum Todestag fahren sie zu des Vaters Grab, um das Leid zu ertränken, endlich rein Wein einzuschenken. Doch der sture Jakob denkt nicht an einen Lebenswechsel, lieber daran, das nächste Glas gegen den Schmerz zu ächzen, schaut aufs Grab und sieht, wie sich die ersten Sprossen aus der Erde kämpfen, kippt erneut die Flaschen aus und sagt, es muss nicht nur nehmen, es kann auch neues Leben schenken. Mm. Die Woche darauf ist alles erneut vergessen, wie in den Himmel gerichteten leeren Versprechen. Brahm Sie, der größte Verlierer am Familienstammbaum, dir fehlt die Selbstachtung für die Siegerlorbeeren und die machen den echten Gin-Geschmack aus. Dein Lieblingshobby ist es, deinem Ich zu schaden. Kein Wunder, dass du dich traust, dich mit mir in den Ring zu wagen. Nach der letzten Zeile könnte ich gut einen Schock vertragen, um es wie dein Vater auf den Eich zu schieben, wenn ich dich verlassen habe. Mm. Doch ich will nicht so gemein sein und lasse dir den kurzen Moment vor der ersehnten Erlösung. Doch die Pfeilspitze trifft und das Sedativum verspricht die letzte Dröhnung. Du erwachst leicht benebelt im Glastag 20 Meter unter Meeresspiegel. Der Atem wird knapp, der Tod streckt die Hand aus, man sieht die letzte Träne fließen. Der letzte Wunsch ist die vom Vater nie erhaltene Liebe, das erste Mal zu spüren. Doch die wird klar, sein größter Liebesbeweis war sein frühes Abtreten, denn aus dem Jenseits lässt sein Geist grüßen es. Hätte dir eine Lehre sein sollen, du hättest nicht wie er ins zu tiefe Glas schauen dürfen. Nein. Mach Lärm hier für die dritte Runde! Tobi Deep! Hey, yo, Bremen! Beide MCs hatten hier gerade ihr Debüt! Und haben das hier entsprechend über die Bühne gebracht! Mach bitte Lärm hier für beide MCs! Dieses Match ist unjudged. Votet bitte fleißig, wer hier gewinnen soll. Und damit sind wir draußen. Peace. Eyo Internet. Bremen. Was haben wir hier gesehen, Alter? Crazy, crazy, crazy. Erste Mal, dass wir hier in Bremen sind und Battle Rap präsentieren aus unserer Feder, beziehungsweise aus der Feder einer Rapper, aber dargeboten von Don't Let the Label Label You Do und Deine Lines und der Norden. Und hier, wir hatten ein schönes Match zweier Jungs aus Flensburg. Flensburg hier gegeneinander in Bremen. Wir gehen mal mit der klassischen Frage rein, wie fandet ihr das Match? Fangen wir mal bei dir an. Ja, gute Sache auf jeden Fall. Erstes Mal, Spaß gemacht. Zweite Runde von 6 Turnieren konnte man gut machen. Zweite Runde von Moby hat mich hart erwischt. Deswegen auch ein Choke in der dritten Runde, aber gerne immer wieder. Ja, ne? Jetzt wären wir fast schon inhaltlich. Vielleicht mal ganz kurz deine Einschätzung dazu. Auch das erste Mal war wirklich cool. Gerne wieder. Und ja, erste Runde, ich weiß nicht, ich war die letzten Wochen während der Vorbereitung eigentlich gar nicht nervös. Und dann steht man in diesem Kreis, das Licht blendet ein, die drumherum sitzen, also stehen, man
Ich war einfach ein bisschen, dann kam alles auf einmal und... Aber ich habe mich dann in der zweiten, dritten wieder gefangen und ich war eigentlich relativ zufrieden. Nochmal Props an Brahmsi oder Brahms. Brahms auf jeden Fall, ja. Brahms. Ganz, ganz wichtig, Brahms. Ja, das hat mir auch falsch gemerkt. Passiert. Wie kommst du dem Namen? Passiert. Magst du klassische Musik so? Irgendwie, sein? Tatsächlich saß ich mal zu Hause am YouTube und habe mir den ungarischen Tanz Nummer 5 angehört. Kennt man vielleicht auch von Otto. Und irgendwie hat das da Klick gemacht. Denn. Und dann dachte ich, das ist eine gute Sache. Hast du Brahms? Nein, Brahms. Nicht schlecht. Und ansonsten bist du ein Löwe. Du kannst auch super gut schreien. Was ja, macht also dich das zum Löwe, außer den Locken? Außer den Locken, ja, noch nichts. Aber ich dachte einfach, den bringe ich mal so. War irgendwie so ein bisschen dieses Tiermotiv, was immer wieder kam in der zweiten. Ja. Und dann habe ich den einfach mal rausgehauen, weil ist einfach mal Mähne Löwe. Ist am Start einfach. Ja. Und das andere kommt noch. Ne? Gut gebrüllt. Und du bist ein Psychopath oder was? Wie äußert sich denn? Wie nee. Sehr bist du ein Psychopath im Rap? Wie sehr im Privatleben? Wie doll ist das gewichtet? Erzähl also, mal, was zu deiner Psycho-Geschichte. Mein Konter in der zweiten Runde hat schon gesagt, ich bin das Schaf im Wolfspelz. Also dieses Battle-Ding, das lässt einfach so alles raus, was einen in der Gesellschaft zerstört. Mhm. Oder allen, was man jeden Tag so sieht. Und das kann man halt endlich mal so da auf die Kacke hauen und mal irgendwie seinen ganzen Hass austreten. Und das im echten Leben natürlich, ich bin höflich und freundlich zu jedem, aber im Battle Rap kann man das immer an. Alright. Ja, dann hast du schöne Ventile und so. Du hattest, um hier mal meine Sicht der Dinge reinzubringen, du hattest wirklich einen düsteren Style. Also, du warst auf Morden aus, da sollte gemetzelt werden. Das war teilweise doch ganz schön schwere Kost. Da war auch auf jeden Fall noch Sonnenlicht, was hier schön durch die Fenster knallte. Eigentlich ganz peace hier Nachmittags-Battle-Atmosphäre und du hast so eine Themen hier ausgepackt und so. Wie ist dein Matchplan aus deiner Sicht aufgegangen? Hattet ihn voll zermetzelt oder war halt vielleicht eine Spur zu brachial hier? Also ich, meiner Meinung nach hat es also, nicht ganz so gut gezogen, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich, also das ist mein eigenes Style, ich möchte den so eigentlich so breit geben. Und ja, so ist naja, dann hier weiter frontal, wa? Ja. Super, auf jeden Fall, du hast auch schon gesagt, in der ersten Runde noch extrem unsicher und dann gut gefangen. Und bei dir war es so, dass du eigentlich mit einer ganz coolen, selbstsicheren Performance reingekommen bist, schon mal prinzipiell hinten raus. Wurde dann aber ja ein bisschen, dann doch, lag es nur an Vorbereitung und eigenem... Ja, Hassel, oder hat dich hier sein Style dann doch ein bisschen beeindruckt? Erzähl mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, war einfach zweiter Part so. Das war eine Thematik, die mich gerade momentan auch sehr beschäftigt. Und das hat einfach voll durchgerockt so. Ne? Diese Instagram-Freundin-Geschichte, das war einfach deftig so. Da hatte ich ein bisschen dran zu knuspeln. Ach echt? Was ist da noch los? Das ist tatsächlich so, das ist dann doch zu privat. Also, das reiten wir später aus. Da hätten sich jetzt zukünftige Gegner erfreut. Ja, sicher, hätten sie sich, ja. Ja, naja, war, kennen wir alle hier. Mit den Frauen, das ist ja immer schön das Thema. Nee, die war deftig auf jeden Fall. Die war voll on point. Ich hab, das war dann auch so ein bisschen, ne? Ich habe versucht, Instagram Fotos gucken, irgendwie was rausfinden, was kann man irgendwie, wo kann man ansetzen, das ist halt nicht. Ich bin halt inhaltlich jetzt ja nicht mehr so drin und so. Also, weiß ich nicht, hast du da richtig krass recherchiert also, und so? Weil ihr kommt ja aus der gleichen Stadt. Kanntet ihr euch davor irgendwie? Wir haben uns so vom Sehen irgendwie. Also ich arbeite bei ihm um die Ecke und dann kommt er manchmal einkaufen. Aber wir haben uns nicht gecheckt. Wir haben uns tatsächlich in die Augen geguckt, sagtest du, aber wir haben es nicht gecheckt. Das ist dann erst nachträglich irgendwie rausgekommen. Das Ding war halt auch, ich hatte irgendwie vor anderthalb Wochen, irgendwie letzte Woche Donnerstag war das so, ich hatte eigentlich drei Parts fertig und hatte auch schon alle geübt und performt. Und dann sehe ich, ich öffne mein Handy, Instagram, Brahms möchte dir folgen. Ich so, das kommt dir bekannt vor. Klicke ich drauf und habe dann halt irgendwie in den Kommentaren seine Freundin gesehen und dann... Ja, mal aufs Profil gegangen, war öffentlich und dann ein paar... Ach, das war dann mit voll dem Nacken Eigentor, da, voll das Eigentor geschossen. Und ja, sicher, man. Fick das Internet, Alter. Nacken da, fick aber Instagram hier, und das was Internet. Was ist denn an Nacktheit bitte schlimm, Alter? Glaubst du wirklich, der Engel war jetzt also, so, oh, deine Freundin hat sich schon mal ausgezogen und ein Nacktfoto gemacht? Na, ich weiß nicht. Für mich persönlich ist das jetzt irgendwie so eine Thematik, die nicht wie in stehst du Welt dazu? Hast du dich da gepuncht gefühlt von wegen, oh, hier, man hat meine Freundin schon mal irgendwie... Weil man macht das ja wahrscheinlich eher nicht, wenn der Körper nicht dafür geeignet ist. Von daher ist da jetzt erstmal meine gar nicht Freundin so viel. Ist eine ganz feine Maus. So. Ich mache die ganze Leute gerne leiden. Wie gesagt, es sind halt einfach so ein paar Sachen, wo man dann einfach manchmal nachdenkt und ja, geht ein bisschen zu sehr ins Private. Ansonsten, sie kann sich da fotografieren lassen, wie sie möchte. Leute, die Fotos sehen, die freuen sich. Solange sie sich nur die Fotos angucken, ist alles in Ordnung. Habe ich da gar kein Problem mit. Geil. Ja, genau, top. So ist das. Gut, ey,
spannendes Match. Lustig hier. Mal sehen, ob wir euch wiedersehen und so. Leute, votet da draußen. Stimmt mal ab, wer hier cooler war. Hinterlasst Kommentare. Die Jungs brauchen ein bisschen Feedback. Und damit sind wir draußen. Bis dann. Peace.